So, Saison 3, Rennen und 5, Spanien. Herzlich willkommen zurück zu Formel 1 2019. Ja, weiter geht's. Nächste Rennen. Die Leute sich auf den nächsten Sieg her. Ich bin ziemlich realistisch da, dass das klappen könnte, wird. Naja. Regenrennen, na super, toll. Aber leichter Regen, das ist gut. Könnte trotzdem klappen mit. Hallo, wunderbar, alles perfekt abgeschlossen, sehr gut. So, gucken wir mal, wie die. Ja, doch, gehen wir rein. Komm. Erste Training, los geht's. Los geht's. Und willkommen in Spanien. Die Fahrer Training auch schon verdammt. Ein bisschen Grip und Vertrauen benötigen, während sie auf dieser historischen Strecke unter schwierigen Bedingungen fahren. Düsterer Himmel über uns und nicht weniger düstere Blicke an der Boxenmauer. Eine frustrierende Zeit für die Techniker. Stefan Römer, wahrscheinlich haben die alle auf trockene Verhältnisse gehofft, aber da draußen schüttet es wie aus Kübel. Ja, man muss sich mal in die Lage der Jungs und Mädels an der Boxenmauer versetzen. Weißt du, es steckt so viel Arbeit darin, diese zwei Autos auf die Strecke zu bringen. Nicht nur an der Boxenmauer, auch für hunderte Leute daheim in der Fertigung sind. Das Rennteam hier an der Strecke ist ja nur die sichtbare Speerspitze eines weit größeren Unternehmens. Und dann kommt der Regen und man weiß sofort einige Dinge sicher. Erstens, man wird nicht viel Fahrzeit bekommen. Zweitens, man hält eine Menge unnützer Daten, wenn man doch auf die Strecke kommt. Und drittens, die Wahrscheinlichkeit, dass man vor dem Qualifying ein Auto notdürftig zusammenflicken muss, ist viel höher. I've had a chat with Carl about the new parts and we're happy that they've been integrated into the car okay. With any luck, you'll be able to feel the improvement. So give them a try. Volles. Ja, Vollregen, klar. Training 2, Training 3 trocken, Qualifying trocken, aber das Rennen auch wieder verregnet. Also es ist gemischtes Wochenende. Spanien, habe ich irgendwann Nasswetter für Spanien? Da wüsste ich eigentlich. Bö. Ja, versuchen wir es. Irgendwie, wenn es auf jeden Fall geht, geht es auch mit dem trockenen Setup. Ja, theoretisch auf jeden Fall. Probieren wir's. Probieren wir's einfach. Sonst hätte ich lieber gerne ein trockenes Wochenende gehabt, aber klar, dass das hier kein Wunschkonzert ist, wir müssen alles nehmen, wie es kommt. Aber es geht tatsächlich mit dem trockenen Set, aber das Auto hält sich vernünftig auf der Strecke. Thank you.
So. Ja, was gab es nicht für tolle Gerüchte, ne, oder beziehungsweise Action im Fahrerlager in den letzten Tagen. Mehrere Transfers, klar, das ist Vettel aufhört zum Ferrari, war ja schon die erste große Nachricht. Dann steht mittlerweile auch sein Nachfolger fest. Wird Sainz werden, unser quasi ehemaliger Teamkollege bei McLaren. Und Ricciardo hier von Renault zu McLaren. Ja, mal gucken, weil dann den freien Platz der Renault bekommt. Vettel oder vielleicht doch jemand anders, möglicherweise Hülkenberg. Schauen wir mal. Ich würde zweimal mit Hülkenberg wären. Aber schauen wir mal. So, erste Zeit haben wir gesetzt. 1:35,6. Ich denke, so drei Ründchen sollte durchaus realistisch sein. Leider ist diese Woche natürlich mehr nass als trocken. Aber wie gesagt, man kann es nicht ändern. Aber wie gesagt, es geht schon mal um ein trockenes Setup. Gerade bei den Intas, also durchaus ist es realistisch. Ich habe so in der Sonntagsliga damals gemacht, vor einigen Rennen, und bin hier Dritter geworden. Gut, es war viel Glück dabei am Ende noch, ja. Eigentlich bin ich da... hatte ich mir gedacht, okay, 6.5. das wäre in Ordnung, es reicht, aber dass es dann das Podium wurde, freut mich natürlich umso mehr, auch wenn es nicht verdient war. Was ich auch mehrmals gesagt habe, das stimmt auch richtig, ist auch richtig so. Aber man nimmt es halt dann gerne auch mit. Ne? So. Jetzt die Kurve. Und das wird eine neue Bestzeit werden. 35,3. Vor allem müssen wir auch dieses Wochenende ein bisschen was zulegen, wenn wir noch ein bisschen zaubern. Wenn wir eine Vorgabe haben, zwar 37 WM-Punkte holen in den kommenden zwei Rennwochenenden. Also hier sollte man auf jeden Fall gewinnen und dann in Monaco nächste Woche nochmal ein bisschen nachliefern. Also da sollte auf jeden Fall auch mindestens Platz 4 drin sein. Und das wäre gut für Frankreich, für ein französisches Team. Viele, viele Punkte. Wobei zwei Wochen später dann in Le Castellet in Frankreich, da wollen wir ja dann nochmal richtig auftrumpfen. Ja, ich mag diese Kurve hier nicht, die ist lädt dazu ein, viel zu spät gebremst. Und ja, das ist, kostet genau die Zeit, die wir uns rausgefahren haben. Wir werden sogar besser im zweiten Sektor. Da haben wir eine gute Sekunde verloren. Das wird definitiv keine neue Beste werden. Jetzt haben wir da Doppelführung für Renault, Vettel auf 2. So, eine Runde mache ich noch. Das macht aber auch Spaß mit dem Auto, definitiv. Ein bisschen Zeit liegen lassen beim Bremsen. So, jetzt die Zeit, die wir eben da liegen gelassen haben, so nochmal rauszuholen. Ja, diesmal kommen wir nicht so weit raus.
Wunderbar. Ich weiß, dass unser Spiel gleich alle ist, aber wir müssen... Ich fahre die Runde noch zu Ende hier. Jetzt sieht hier gerade eine Kasse 4 Zeit liegen, das haben wir gerade geschafft. Und dann 34,5. So, habe zurück in die Garage. So, wieder in der Garage zurück. So, probieren wir mal, zeigen wir es mal, was die Zeiten so betrifft. Ja. They don't all need to be done in one session, but there's valuable data there to help race strategy and car development. Dritter Sektor, da sind wir relativ schnell. Ne, Quatsch, zweiter Sektor auch. Zweiter Sektor eine gute Sekunde. So, schaffen wir das hier? Ricciardo schiebt sich dazwischen. Neue McLaren-Pilot. Reicht. Da jetzt alle Fahrzeuge die Doch, Ziellinie Doppelführung. Haben, schauen wir uns noch einmal die drei Bestplatzierten. Richter, Vettel und Max Verstappen. Leider müssen wir uns schon verabschieden. Das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. So. So. Gut, erste Training durch. Gut. Gut. Weiter geht's mit Training 2. Uns regnet weiter fleißig. Es regnet weiter, wie sonst was. Gut, nächstes Training. So. Na, schauen wir mal. So.
Wir müssen konzentrieren gerade. Warte mal. Fett stellen am besten. Sonst wird das nichts mit guten Zeiten. Schön vorsichtig hier um diese Ecke rum. Und jetzt die Schikane. Und jetzt die Zeit sitzen. 32,5. Na, die Strecke ist schneller geworden. Definitiv. Ferrari vor uns. Weber. Ja, die Runde ist eh kaputt. Ich hatte das genau im falschen Zeitpunkt im Weg. Kein Vorwurf, aber er stand uns trotzdem im Weg. Ja, yeah, stand es trotzdem ein bisschen im Weg. So, noch mal eine Runde. So, erster Sektor. Bestzeit. So. So, jetzt die Schikane hier mitnehmen. Und das wird eine 31,76. Ja. Eine 6,5 am Ende. Ja, schon klar. So, besser wird es definitiv nicht werden, wenn ich wirklich was hier noch raushauen. Come in this lap, please. Box this lap. Ne.
So. Und dann sind wir durch im Training. So, zurück in die Garage. Also im zweiten Training. Fährt er erst. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Richter, Gasly und Carlos Sainz Jr. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. So. So, Training 3. So, keine Nachrichten. Weiter geht's. To run. It'll be very beneficial for the team if we do these. This is the only session remaining to do them, so let's get on that pronto. Ja, trockenes Setup. Doch, wir haben ja eben so ein Multikulti-Ding. Das reicht eigentlich für beide Sessions, für beide Verhältnisse. Machen wir Airsoft jetzt. Ich nehme mal eine schnelle Runde fahren mit den roten. Naja, schauen wir mal. Let's go! Ja, ich war ein bisschen trocken. Gut, jetzt haben wir ein Qualifikationstraining auch. Dann rennen wir jetzt wieder so nass. War lieber hier als in Monaco. Nächste Woche. Aber schauen wir mal. So. 25,6 Wasser. Da wollen wir natürlich hin. Wir werden nur rot fahren. Das bringt ja nichts mit, jetzt mit den Gelben zu trainieren. Die brauchen wir eh nicht im Rennen.
So. 1:21:2, Bestzeit. With that, you're now currently the fastest in this session so far. Bis Zeit, erster Sektor. Und noch nur knapp. Ja, wir werden 4 Runden fahren. So. Über eine halbe Sekunde nehmen wir mit jetzt in den zweiten Sektor, oder den letzten Sektor. Und zum Besten 24. Na, da drückt sich der Red Bull noch raus. War das? Oh, so knapp. So, mal gucken, ob wir die Zeit runterdrücken können auf 19:19 irgendwas. Ne, nicht mit dieser Runde, oder? Ja, das ist... Der Bus ist vom Gas gegangen, kein Abkürzen. So, eine Runde fahren wir noch im Training und dann sind wir durch. Perez ist es für uns, der uns ja in Baku so zugesetzt hat. Ja, die nächste Runde fahren wir, die Runde fahren wir noch. Schön den Schwung mitnehmen. Okay, this is the only session that we've got left to complete our acclimatization program. So let's get out there. So, gut.
Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Richter, Vettel und Daniel Ricciardo. Wenn das heutige Training auf jeden Fall hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. So, gut, dann haben wir das durch mit dem Training. Gute Arbeit auf der Strecke. Nun zu ein paar Fragen. Oh oh. Sie haben heute viel Zeit auf der Strecke zugebracht. Gibt es einen Grund dafür? Genau das eigentlich. Im Training waren Sie richtig schnell. Werden wir im Qualifying ähnliche Zeiten zu sehen bekommen? Ja, auf jeden Fall. Es ist beeindruckend, wie intensiv Ihr Team an der Entwicklung Ihres Autos gearbeitet hat. Genau, machen wir so. Danke für den Kommentar. Gut, dann sind wir durch. Durch. Freie Training. Jawohl, ja. Aber heute war ich sage, klar. Ich hatte es gehofft, dass es im Rennen ein bisschen was ändert, aber es bleibt trotzdem nass. Aber wie gesagt, es funktioniert auch im Regen. Also, das Setup. Dadurch bin ich eigentlich zufrieden. Gut, dann sehen wir uns morgen wieder mit dem Qualifying hier in Spanien.